Hallo und herzlich willkommen in diesem Videoteil Nummer 4 meiner FMT 2020, der Motorradtour durch die Westalpen und nach Piemont. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir starten in Frankreich am Fuße des L'Aiseron und es geht von dort weiter zum Col du Mont-Cenis, vorbei an dem Lac du Mont-Cenis. Dann geht es rüber nach Italien, nach Susa. Von dort ist unser Startpunkt zum Col delle Finestre, zu Col della Assietta, der Assietta-Kammstraße. Dann geht es wieder rüber nach Frankreich zum Col delle Chelle und zum Col de Isoire. Und in Risoul 1850, ein Skigebiet, dort endet dann die Tour mit einem Zeltlager. Auf einer Passhöhe von 2083 Meter überquere ich den Col du Mont-Cenis und freue mich darüber, wer vor mir hier schon alles lang gelaufen oder gefahren ist. Es beginnt mit Hannibal und seinen Elefanten. Dann kommt Napoleon mit seinen Truppen und schließlich auch noch die Tour de France, die hier lang geht. Ja, und heute ich. Vor uns liegt der Lac du Mont-Cenis, sehr farbenprächtig, türkis, blau, wunderschön. Meine Routenplanung sagt, ich soll nicht diese Hauptstraße benutzen, sondern in Kürze rechts abbiegen, um westlich an dem See vorbeizufahren. Ich folge diesen Anweisungen. Und von hier nochmal ein wunderschöner Ausblick auf den See. Jetzt hätte ich euch auch gerne den Duft der Wildblumenwiese hier mit auf dem Video rausgegeben, aber mein Videowerkzeug kann das noch nicht. Zu meiner Überraschung verwandelt sich die Asphaltstraße plötzlich in eine Schotterpiste. Kommt aber eigentlich wie gerufen, weil das ja so die erste Schotterpiste ist und die ist nicht so schwer, also zum Einfahren richtig optimal geeignet. Ist auch nur 6 Kilometer lang und dann bin ich wieder auf der Hauptstraße, also einmal westlich am See vorbei. Neben den tollen Ausblicken auf den See gibt es hier auch ein Fort zu besichtigen. Habe ich aber nicht gemacht. Je weiter es zum Ende der Strecke ging, wurde der Untergrund immer etwas ruppiger. Von dickeren Steinen bis Felstreppenstufen war alles dabei, Sand. Aber gut, ein tolles Übungsstück. Kurz nach dem Lac du Mont-Cenis ist dann auch schon die italienische Grenze in Reichweite. Und die überqueren wir hier und machen uns auf den Weg nach Susa, die letzte Stadt vor dem Col de Finestre und dem Col de l'Assietta, also der Assietta-Kammstraße. Susa macht von hier oben schon mal einen ganz guten Eindruck. Ich denke, eine kleine Stadtrundfahrt dürfte sich lohnen.
Wer noch eine Verpflegung benötigt, bevor er sich auf die Passstraßen begibt, hat hier ausreichend Auswahl zwischen Cafés, Restaurants, alles ist verfügbar. Und das Örtchen ist auch so ganz nett, nicht überlaufen, ein kleines, schönes italienisches Städtchen. Im Zentrum der Kleinstadt steht die Kathedrale und ich nutze die Gelegenheit, um sie mir von innen anzuschauen. So, und jetzt wird's ernst. Wir verlassen Susa und kommen als erstes zum Col delle Finestre. Und da soll die Auffahrt relativ steil sein mit zahlreichen Kurven. Also jetzt nicht brutal schwierig, aber halt doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich bin gespannt. Ja, das ist schon ganz anspruchsvoll. Die vielen Spitzkehren, wo es steil hinaufgeht und da drinnen feiner, staubiger Sand, da rutscht es hinten schon ganz gut weg. Aber es ist jetzt kein Problem, aber es macht schon Spaß und man muss sich da schon ein bisschen Mühe geben. Angekommen auf dem Col delle Finestre, auf einer Höhe von, ich habe noch gar nicht geguckt, steht auch nicht drauf, ist egal. War eine ganz anspruchsvolle Auffahrt hier, der Boden ist total trocken, ganz feiner Sand teilweise in den Kurven, sehr viele Serpentinen bzw. Spitzkehren, aber hat Spaß gemacht, mit dem Geröll hinten drauf hat das auch ganz gut geklappt, hat zwar ein bisschen durchgedreht hinten, aber war eigentlich ganz gut. Die Piste ansonsten ist eigentlich nicht so hart. Da war die von heute Morgen um den See rum, die war deutlich härter. Aber hier ist halt die vielen Spitzkehren, die du fahren musst. Und die sind also teilweise sehr eng. Dann hier nochmal einen kleinen Überblick über den Pass, wie es hier hochgeht. Das ist ein ganz guter Aussichtspunkt von hier. Das alles ist Piste. Und ja, teilweise geht es ganz gut steil hoch, aber hängt immer davon ab, wie der Boden, wie die Feuchtigkeit ist, ob das schwierig ist oder leicht ist. Aber schön hier oben. Da geht es gleich weiter, aber das ist erstmal asphaltierte Strecke. Oh, kann man sich ein bisschen erholen. Und dann geht es wohl auf die Assietta-Kammstraße irgendwann. Nach einer Offroad-Strecke freut man sich natürlich auch mal wieder auf Asphalt, wo man das Kurvenfahren genießen kann. Doch die Asphaltstrecke wird schon nach kurzer Zeit wieder verlassen, weil hier ist der Beginn der Assietta-Kammstraße.
Vorher kommt hier auf der rechten Seite noch ein Restaurant. Wer also noch Verpflegung braucht, sollte dann hier anhalten, bevor er auf die Kammstraße fährt. Wichtiger Hinweis, die Asiata-Kammstraße kann nicht jeden Tag befahren werden. 2 Tage in der Woche ist sie gesperrt. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Tage es sind. Ich weiß auch nicht, ob das immer die gleichen Tage sind. Deshalb sage ich jetzt gar nichts dazu. Erkundigt euch vorher. Ihr müsst es bei der Planung berücksichtigen, damit ihr nicht dort ankommt und könnt dann nicht drauf fahren. Des Weiteren würde ich empfehlen, die Straße nur an Werktagen zu befahren, weil am Wochenende doch reichlich viele Crosser da unterwegs sein dürften. Und mit weniger Verkehr fährt es sich doch deutlich entspannter. So, wir sind schon auf dem Col de la Sieta. Das ging jetzt hier relativ schnell. Ich habe haufenweise Zeugs rausgeschnitten. Es gibt ein anderes Video, wo ich das nicht rausgeschnitten habe. Das ist Teil 4.1. Dort könnt ihr euch die Gesamtstrecke anschauen. Hier oben auf dem Col de la Sieta hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Berge. Und man kann das wirklich genießen, diese Aussicht und auch die Fahrt dort oben in einer wunderbaren Berglandschaft. Also schaut euch das andere Video noch an, zurücklehnen und einfach mitfahren. Nächster Stopp, Monte Ginevris. Hier hinterlassen wir noch eine kleine Erinnerung mit Blick auf den Berg. Nach der AKS war eigentlich geplant, den Monte Jaffaro zu befahren und anschließend zum Sommalier. Aber dort oben hat es geregnet, das Wetter wurde auch immer schlechter und ich habe das ausfallen lassen. Meine Navi hat mir dann noch einen Vorschlag gemacht, wie ich auf kürzerem Wege zum Sommalier komme. Ja, ich habe das ausprobiert, ich habe es zwar nicht geglaubt. Naja, ihr seht, was da rausgekommen ist. Es ging über eine extrem ruppige Strecke mit Felsblöcken und dicken, fetten Steinen steil bergauf in einem, ja, ich würde mal sagen, traumhaften Wald. Also diese Verfahrerei war jetzt echt ein ganz glücklicher Zufall. Das war ein ganz tolles Gefühl, in diesen Wald da reinzufahren. Der Nebel oder die Wolken lagen so ganz schwach in dem Wald. Das war total beeindruckend. Dort hätte ich am liebsten sofort mein Zelt aufgebaut und hätte dort übernachtet. Also ganz klasse. Ja, und ich war jetzt gespannt, wohin mich dieser Weg noch führt. Vielleicht geht es ja doch zum Sommalier, weil die Richtung, die passte in etwa. Mit den dicken Steinen in der Wasserpforte habe ich dann doch den Fußweg bevorzugt. Ein Sturz im Wasser konnte ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Und das hier war auch ganz lustig. Mit einer kleinen Treppe, einer Brücke, boah, war ganz gut. Ja, und dann stehe ich hier oben an diesem Refugium und von hier geht es dann leider nicht weiter. Es gibt zwar Wanderwege, die scheinbar zum Sommalier führen, aber die jetzt mit Motorrad zu befahren, wäre wohl etwas leichtsinnig. Also beschließe ich umzukehren und verlasse diesen märchenhaften Ort mit einem kleinen Grinsen und Lächeln im Gesicht.
Damit bleiben Monte Javro und Sommelier zwei offene Reiseziele, die ich zu einem späteren Zeitpunkt wohl nochmal abhaken muss. Im Moment denke ich, ist es besser, in Richtung Süden zu fahren, weil sich hier gerade das Wetter immer mehr zuzieht und ich entscheide mich für die Sonnenseite hinter dem Col de Isoar, welcher mit seinen gut 2300 Metern Höhe hoffentlich eine Wetterscheide darstellt. Wir sind inzwischen wieder in Frankreich unterwegs. Wenige Kilometer nach der Grenze erreichen wir den Col de l'Echelle. Über die D994G, eine kleine Landstraße, fahren wir in Richtung Briacon und kreuzen dabei so manch ein kleines französisches Dörfchen, eine ganz romantische Strecke. Schon aus einiger Entfernung kann man das Fort du Château sehen, ich denke mal eines der Wahrzeichen auch von Briancourt. Ich habe mich in Briancourt nicht lange aufgehalten. Man sieht es am Himmel, der Regen, der feuchte mir und habe dann versucht, möglichst zügig über den Col de Isoar zu kommen. Und in der Stadt waren einige Baustellen. Ich musste mich dann irgendwie da durchhangeln. Den ganzen Kladderadatsch, den habe ich euch hier mal erspart. Ansonsten ist Briancourt eine wunderschöne Stadt. Also wer das erste Mal hier ist, sollte sich durchaus eine schöne kleine Stadtrundfahrt mit ein paar kleinen Stopps einplanen, ist wirklich schön. So, und dann sind wir auch schon wieder auf der D902, die Passstraße schlechthin. Es geht von hier auf den Col de Isoar auf gut 2300 Meter Höhe und man sieht schon, im Vordergrund, der Himmel wird wieder etwas blauer und ich hoffe, dass das jetzt so bleibt. Hier das Eintreffen am Col de Isoar. Trotz der nassen Straßen hatte ich bislang eigentlich kein nennenswertes Regenschauer abbekommen, bis auf ein paar Tropfen. Das war glücklicherweise alles. Und richtig ärgerlich, dass in dieser schönen Berglandschaft ein bis zwei Tropfen sich ausgerechnet auf der Linse der Kamera befinden müssen und ich habe es nicht gemerkt. Es tut mir leid, es ist richtig ärgerlich. So fantastisch, aber seht selbst.
Wir folgen weiter der D902, welche sich hier gemeinsam mit dem Fluss Huil durch den Canyon entlang schlängelt. So, es ist inzwischen schon 20.30 Uhr und es wird Zeit, dass ich mir einen Zeltplatz suche. Da mein nächstes Tagesziel der Col du Papillon ist, versuche ich, möglichst schon mal in diese Richtung zu kommen und mir irgendwo dort passend einen Zeltplatz zu suchen. Hierzu steht an, dass ich die D902 gleich verlassen werde und über die D186 in ein Skigebiet fahre, welches sich Risul 1850 nennt. Von dort oben meint meine Navigation eine Abkürzung gefunden zu haben, die in Richtung des Col du Papillon führt. Ob das klappen wird, steht allerdings noch in Frage. So, ich orientiere mich nochmal über die Navigation, lande dann in Risul 1850 und finde dort oben im Skigebiet eine hervorragende Offroad-Strecke, die ich noch ein ganzes Stückchen fahre, bevor ich dann letztendlich meinen Zeltplatz auswähle. Und der liegt so fantastisch da oben, einfach unglaublich. So endet dieser Tag und am nächsten Morgen geht es dann weiter über die Piste in Richtung Col du Papillon. So war es geplant, aber vor lauter Freude habe ich ganz vergessen zu tanken und der Sprit reichte nicht mehr aus, um bis dahin hinzukommen. Also musste ich wieder zurück. Und die nächste Tankstelle war 16 Kilometer entfernt, sodass ich mich ja, 16 Kilometer in Richtung Col du Papillon bewegt habe und diese Strecke dann nicht nochmal befahren habe. Also wenn man irgendwann hier oben hinkommt, Risul 1850, probiert's mal, wie weit ihr kommt. Würde mich freuen, wenn ich da mal eine Info dazu bekomme oder wer hier schon mal gewesen ist, der weiß, wie die Strecke dort weitergeht. Würde mich mal interessieren. Ansonsten, wenn ich nochmal hier hinkomme, würde ich es auf jeden Fall nochmal probieren. So, das war's in diesem Teil. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und denk dran, es gibt ein Offroad-Extra-Video zu diesem Tourenabschnitt.